Yo, 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 hier ist wieder Corny von Kulturschätze deiner Region und ich stehe heute in der Festung Würzburg und das ist in der Nähe von Würzburg und das ist in Franken, um genauer zu sein, in Mittelfranken. Und Mittelfranken ist in Bayern und Bayern ist in Deutschland und Deutschland ist in Europa. And for all the people that are listening to me and speaking the English language, we are tonight, today in Franken, and that's a part of Bavaria. And in the background, you see a big castle, and I will take you today in the 15th century. But now everything is German again. So, und genau darum geht es auch heute. Ich entführe euch heute in die markgräfische Festung von Würzburg. Passt also auf, und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und die gebe ich euch jetzt gleich mit. Ja, alle voran muss man natürlich auch mal ein bisschen factbashen, bevor wir in die Geschichten reingehen. Ich durfte nämlich vorhin ein wunderschönes Gespräch mit dem Herrn Winkler führen, der vom Denkmalpflege hier zuständig ist. Das ist sozusagen der Führer der Denkmalpflege Würzburg. Und es war unglaublich interessant, was er mir alles heute erzählt hat über die Zisternen hier. Was sind Zisternen? Das erkläre ich euch dann noch. Und wie sich hier die Wasserversorgung gemacht hat. Und überhaupt die Geschichte, welche Menschen hier war. Und ich verrate euch dann auch noch, welcher Präsident hier gefangen wurde in Mittelfranken. Ein Präsident, da kommt ihr nicht drauf. Und jedes Mal, wenn ihr in Richtung. Ja, nein, das sage ich euch nicht. Ne? Also genau. Also, kurz zu den Facts. Insgesamt dürfen wir feststellen, dass wir hier in 1588, nämlich als der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach diese Anlage hier, also die hier, bestimmt hatte, nämlich um von einem Kloster diese umzubauen in eine herrschaftliche Festung, nämlich auf fünf schönen Polygonen. Und das könnt ihr euch alles mal im Internet reinziehen. Da seht ihr den Grundriss und eine wunderschöne Bauart. So, und dieser Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach, das ist die erste Geschichte, die mir der Herr Winkler erzählt hat, der hat diese komplette Anlage. Und ich bin jetzt gerade nur im vorderen Bereich. Gebaut, nicht etwa aus kriegerischen Anlass. Nein, der hat diese Anlage, die Festung, einfach nur aus Macht, aus Prestige erbauen lassen. Und allerdings konnte er sie niemals so in der Art vollenden, wie er sich vorgestellt hatte, weil er leider, leider, leider während der Bauphase gestorben ist. Jetzt kommen wir zur ersten Story zwischendurch. Nämlich stehe ich hier, wenn ihr das mal genau seht. Schaut mal hin. Das da. Hier. Vor einem Denkmal. Und das ist das Mahnmal. Und es tituliert nämlich unter folgendem Slogan: Sprengstoff sollten sie sein, zu Bausteinen sind sie geworden. Diese Worte, die ich euch gerade gesagt habe, Sprengstoff sollten sie sein, zu Bausteinen sind sie geworden, ziert dieses schöne Denkmal. Und dieses Denkmal wurde den Flüchtlingen, dieses Gebäude wurde nämlich auch einst als Flüchtlingslager genutzt, gewidmet. Den Flüchtlingen aus Deutschland. Wir erkennen hier ganz gut, woher sie überall kommen, nämlich aus dem Königreich Breslau, aus dem Sudetenland, aus Schlesien, aus Westpreußen, aus Ostpreußen, aus Pommern, aus Siebenbürgen in Transsilvanien und aus dem Banat. Das ist so eine tolle Philosophie, nämlich, ich möchte nochmal sagen, Sprengstoff sollten sie sein, Bausteine sind sie geworden. Das waren die Worte Stalins, als nämlich die Deutschen ihre Völker wieder nach Hause gerufen haben, beziehungsweise sie versprengten in den ganzen umliegenden Ländern um Großdeutschland zurückgekommen sind. Und Stalin sagte diesen Spruch: Sprengstoff sollen sie sein. Denn er sagte nämlich, es sind ja im Innersten, hat er gesagt, dass diese alten Deutschen nämlich Russen sind. Aber da hat dann der Stalin falsch gerechnet. Warum? Weil genau diese Deutschen letztlich, und das tut dieses Kunstwerk dann darstellen,
letztlich zu den Bausteinen geworden sind. Anstatt der Sprengstoff zu sein, der das Deutsche Reich damals zerstört hat, wurden diese Flüchtlinge, die wieder zurückgekommen sind nach Hause, zu den Bausteinen, die das Deutsche Reich bzw. das Deutsche Reich aufgebaut haben. Eine hochinteressante These letztlich, und dieses Denkmal rührt an all jene Versprengten, Verlassenen, die damals zurückgekommen sind nach Hause. Und es ist doch eine wunderschöne Philosophie und Metapher eigentlich für heute, weil genauso viele Flüchtlinge jetzt auch gerade unterwegs sind und eines Tages wieder nach Hause gehen. Vielleicht. Vielleicht finden sie aber auch hier bei uns oder in den anderen Ländern ihr neues Zuhause. So wie auch zum Beispiel mein Paps. Mein Paps ist 1962 aus Ungarn geflohen und ist wieder nach Deutschland gekommen. Warum wieder? Weil sich herausgestellt hat, dass unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern alle aus Bayern kommen. Witzig. Und jetzt bin ich da und jetzt wohne ich ja quasi in Bayern. Ja, eigentlich in Franken, aber nee, da ist mein Büro. Also, ihr seht, alles kommt, wie es kommen muss. Und wir kommen immer dahin, wo wir herkommen. Unser lieber Landrat Eckstein, der hat mal einen schönen Zitat gebracht, wo ich vom Hauptzitat her: Zukunft braucht Herkunft. Hier bin ich jetzt im Zwischeneingangsbereich, zwischen Portal, wo ich reingekommen bin, und darüber hinaus zum Eingangsbereich. Und hier war ein damaliger dreischiffiger, 1-2 Tunnelübergang. Das heißt, es war ein Säulengang. Hier erkennt man noch die damaligen Reste. Und das war hier alles quasi mal überdacht. Ich habe mich jetzt mal hier verschanzt, weil ich bin jetzt hier gerade mitten in der Durchfahrt. Und ich werde euch jetzt zu einem Schild bringen, wo ich vorher gedacht habe, ich werde nicht mehr. Eine so berühmte Person war mitten hier in dieser alten Festung aus 1533. Übrigens, ein gewiefter General, der sogenannte General Tilly, hat es als einziger geschafft, diese Festung ohne Kampf einzunehmen. Nämlich hat mir der Herr Winkler erzählt, dass er quasi mit seinen Truppen einmarschiert ist in diese Umgebung Würzburg und hat dann quasi eine Nachricht in diese Festung reingeben lassen und hat gesagt, Leute, ich baue 6 Kasernen außenrum. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute jetzt noch kampflos alles lassen und ihr bekommt lebendigen Geleit nach draußen. Und jetzt zur Person, die hier noch drin war, nämlich in Gefangenschaft. Ihr könnt es selber lesen, zur Erinnerung an die Kriegsgefangenschaft des französischen Staatspräsidenten im Jahr 1918, Charles de Gaulle. Sitzt Kapitän auf der Würzburg. Ja, ist das nicht unfassbar? Charles de Gaulle, der ehemalige Präsident, oh mein Gott, ist das windig, der ehemalige Präsident hier in dieser Anlage als Gefangener. Ich glaube, ich habe ein Brett vorm Kopf. Was wir Deutschen nicht alles gefangen gehalten haben, das ist ja unfassbar. Wa? Und jetzt zeige ich euch noch ein paar richtig geile Geschichten. So, ihr seid jetzt mitten im Festungshof und damals wurde diese Anlage hier ist komplett abgefackelt. Es hieß in der Überlieferung, dass die Köchin das Fett hat in der Pfanne brennen lassen, ne? Und das Fett ist dann quasi in den Schornstein in dieses Gebäude reingegangen und die guten Menschen haben das Ganze dann mittels Wasser gelöscht. Naja, das End vom Lied ist, dass das komplette Schloss fackelt ist. Und früher hieß es, waren diese kompletten Arkaden komplett offen bis nach oben hin. Heute ist es alles geschlossen. Fact. Cool, oder? Ja, und jetzt tue ich euch mal zu einem Konglomerat aus den verschiedensten Steinen nämlich darstellen, welches nämlich die Flüchtlinge und die Gefangenen damals hier erbaut haben. Das ist sozusagen ein Obelisk mit einem deutschen Adler drauf, der von den verschiedenen Gefangenen hier gebaut worden ist. Schaut es euch selber an. Hier ist das gute Stück. Das ist quasi ein Denkmal, welches öfter mal schon umgebaut worden ist. Es ist datiert auf 1822 auf der Rückseite
Hier ist es zum Beispiel 1697, da müsste man sich jetzt wundern, wie kann es dann 1822 gebaut worden sein? Der Herr Winkler hat mir erzählt, dass nämlich diese ganzen Embleme, die wir hier drin finden, also diese ganzen Stein-Dingsies, ne? Mir fällt das jetzt Wort nicht ein, sind quasi aus den verschiedenen Überresten des Gebäudes, was wir halt hier auch sehen können, zusammengetragen worden. Die Kriegsgefangenen haben dann dementsprechend in der damaligen Zeit das Ganze hier aufgebaut. Ist das nicht schön? Und die nächste Story ist, hier oben war mal eine Kugel, ungefähr so groß wie die hier. Und die ist geklaut worden und deswegen hat man so eine kleine Kugel reingemacht. Das ist eine Viertelpfünder oder irgendwie sowas mit 12 Pfund. Und die gehört dahinter. Hier erkennt ihr vielleicht eine Kanone. Ja. Und ja, hier sind diese ganzen Menschen, die mal auf der Burg waren, eingetragen. Hier 1819, 1845, 1821. Die verschiedenen Menschen, wunderschön. Und ich finde diesen Spruch ja eigentlich ganz interessant. Es wächst der Sieg durch Not und Krieg. Es muss aus dem Alten sich Neues gestalten. Ja, das ist Denkmal pur. Philosophie in Stein für die Ewigkeit. Versteht ihr das? Ah, das ist doch so. Ja, ich habe noch ein paar geile Geschichten auf Lager. Also, ich drehe mal jetzt die Kamera. Hier seht ihr jetzt also mal die komplette Anlage. Ja? Na, was heißt die Anlage, zumindest von meinem Standpunkt heraus? Ich hoffe, es ist nicht zu windig, aber damit sind wir durch. Ja? So. Fun Fact Nummer 1. Hier hinten, ne, diese riesen Festungsanlage ist natürlich auf 630 Metern Höhe erbaut worden. Das bedeutet, jetzt schauen wir mal, ob ich... auf 630 Metern Höhe erbaut worden und ist demnach relativ mit einer der höchsten Festungen Franken-Bayerns. Und darüber hinaus hat dieses Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, hier hinten, ne, ist die größte Zisternenanlage mit über 1300 Kubik Fassungsvermögen Bayerns runtergebracht. Die wurde nämlich dann erbaut, als dieses Gebäude hier abgefackelt worden ist. Und insgesamt hat dann König Ludwig damals gefragt, den Baumeister, übrigens Baumeister waren früher, so wie auch heute Bauingenieure, ob er denn diese Anlage nicht nach ihm benennen durfte. Und so ist es die Ludwigszisterne geworden, die jetzt hier also steht und insgesamt sind 4 Ziehbrunnen und insgesamt 4 Pumpbrunnen, die dem Schutz der Festung dienen. Dieses Häuschen ist heute ein kleines Museum und war früher von der Deutschen Bahn das Notsignalhäuschen. Hier nebendran war ein riesenhoher Turm und dieser riesenhohe Turm hat damals als Signalturm für die Fahrzeuge von der Deutschen Bahn oder Reichsbahn besser gesagt gedient. Heute ist es ein wunderschön saniertes Häuschen für Informationen über diese Festung. Und jetzt kommen wir zu was, was so brutales, aber ich meine, es ist nun mal ein Gefangenenlager und jetzt zeige ich euch mal, was mir der liebe Herr Winkler da noch erzählt hat. Wir kennen hier hohes Gras. Und früher, als dieses Gebäude um ca. 1830 als Gefangenenlager, als Gefängnis umfunktioniert wurde vom Königreich Bayern, ab 1806 ist es zum Königreich Bayern geworden, gab es zwei Arten von Gefangenen, nämlich leicht Inhaftierte und schwer Inhaftierte. Unter diesem Gebäude sind die sogenannten Dunkelgefängnisse. Und dort wurden die Schwergefangenen festgehalten, nämlich für bis zu einem Monat. Und die durften kein Tageslicht sehen. Und kein Tageslicht sehen. Nee. Und die wurden dann einmal im Monat rausgelassen, um nicht zu erblinden. Und voller Gnade wurden sie dann nämlich in das Brunnenhaus gebracht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 630 Meter Höhe. Auf dieser Burg ist der tiefste Festungsbrunnen Deutschlands. Vielleicht auf jeden Fall einer der tiefsten Festungsbrunnen Deutschlands.
mit 143 Meter. Und da ist ein riesengroßes Laufrad drin, welches von Menschenkraft angetrieben wird, um das Wasser zu fördern. So! Und um voller Gnade, damit die wenigstens einmal im Monat draußen waren und Bewegung bekommen hatten, waren die dann also da drin und haben laufen dürfen. Ha! Wie witzig! Oder naja, ist das witzig? Ich weiß es nicht, aber ich tue es jetzt mal so darstellen. Weniger Schwerkriminellen, die haben ein leichtes Leben hier gehabt, weil die haben letztlich dieses ganze Gras hier gemäht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich würde mal sagen, es waren die Schafe von früher, die Häftlinge. Ja, hier insgesamt war mal ein Offiziershaus, welches nicht mehr zu finden ist. Und insgesamt auf jeder Bastion, das ist die Bastion Jungfrau da hinten und das ist die Bastion Krebs, die übrigens komplett instand gesetzt wurde. Die ist ungefähr so um 1700 ist von den Schweden angegriffen worden. Da ist das komplette Ding hier eingekracht und dann wurde das letztlich von uns in der Neuzeit saniert und steht jetzt hier ganz gut da. Und der Herr Winkler hat mir erzählt, dass da drinnen die Werkstatt ist und da sind noch die ganzen Stalagniten, also die Tropfsäulen, die von der Decke runtergekommen, noch erhalten geworden und die haben extra, aller extra höchste Güte, die Elektroinstallationen dann dementsprechend so gelegt, dass sie nicht die Stalagniten stören. Insgesamt bei jeder dieser Festungen, gab es eine große Zisterne. Ich glaube 1000, ich weiß es nicht. Nee, ich kann es euch nicht mehr sagen. Und diese großen Zisternen hatten allerdings einen Nachteil. Das hat der Baumeister, der damals 1533 hier es gebaut hat, leider nicht ganz mitbedacht, nämlich keine Filteranlage. Das bedeutet, was ist eine Zisterne? Eine Zisterne ist eine unterirdische Wasserreservoir. Ein Reservoir ist eine Sammlungsstätte für Wasser, welches von oben über die Dächer gesammelt wird und dann über ein System abgeleitet wird. Und hier gibt es insgesamt 5 solcher Zisternen an jeder Bastion und an jeder Festung nämlich. Und als dann damals die Bayern gekommen sind und die Zisterne nutzen wollten, dann waren die schon verschuttet, die waren verdreckt und keine Filtersysteme. Und daraufhin haben die Bayern dann letztlich, ich glaube jetzt fängt es zum Pissen an, die neuen Zisternen eingebaut und die sind hier. Da hinten, ne, das ist die, welche man noch erkennt, da sind 1, 2, 3 Türen und darunter sind insgesamt drei riesen tiefe Zisternen mit Füllmengen, die ich nicht mehr weiß. Interessant war, ich gerade noch sehe, weg von den Zisternen, jetzt bin ich da out of order, sind dann diese, jetzt fängt es auch noch zum Schiffen an, oh mein Gott, ich werde nass, also schnell die Geschichte noch, diese ganzen Rundbögen, früher waren die ganzen Festungsatelieristen, ne, durften nicht ins Schloss, hat der damalige Markgraf gesagt. Und deswegen hat er diese Rundbögen, müsst ihr euch vorstellen, umgebaut oder umfunktioniert. Nämlich hat da drin immer 3 Artilleristen untergebracht. Und da gab es dann solche Brennöfen drin und dann haben die da drin gewohnt. Ist das nicht krass? Ah ja, verrückt. Der liebe Petrus, der ist mir nicht mal ganz so hold, aber ich habe auch viel zu lange bin ich hier rumgespaziert. Jetzt kriegt ihr noch ein paar Impressionen und vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Aber ich bin jetzt mal still, weil ich habe genügend geredet. Jetzt einfach mal genießen mit dem Wind und seid mit euch. Wir sehen uns dann so wahrscheinlich in einer Minute wieder. Ja, Freunde der Sonne, zu allen Übel geht jetzt auch noch mein Akku leer und mein Auto steht ziemlich weit weg. Das bedeutet, ich mache jetzt hier die abschließenden Worte, nämlich mitten unter dieser Kurtine
Eine Kurtine, wie ich heute vom Herrn Winkler gelernt habe, ist das Verbindungsstück zwischen zwei Festungen. Das sind diese Fünfecke, wenn ihr euch mal die... Fünfecke. Fünfecke, Foto seht ihr gleich drin. Mein Name ist Cornelius Tanay. Ich bin der Corny und ich bin Bauingenieur aus Leidenschaft für historische Gebäude. Mit Kulturschätze deiner Region bringe ich unsere Region und die Region in deiner Region den Menschen näher. Mit dem Hintergrund, historische Gebäude mit voller Wertschätzung in unsere Gesellschaft zu bringen. Mit dem Hintergrund, historische Gebäude, und zwar nicht nur Festungen, Schlösser, Burgen, schöne Kirchen, sondern auch Bauernhäuser, edle Bürgerhäuser, alte Schabracken, einfach wieder mit dem Herz in dich oder an die Menschen in deiner Umgebung zu bringen. Wenn euch das also gefällt und ihr Bock habt, dass mehr Menschen von Kulturschätze in ihre Regionen durch Kulturschätze deiner Region erfahren, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Beitrag teilt, liked, mir Fragen stellt oder sagt, ich soll zu euch kommen, dann drehe ich bei euch auch gerne ein Video. Abonniert den Kanal auf YouTube, gebt mir ein Gefällt auf Facebook und macht irgendwas. Ich freue mich über alles, selbst wenn ihr sagt, dass ich verrückt bin, weil dazu stehe ich. Ja, also alles in allem, ich habe hier einen geilen Tag gehabt. Ich gehe jetzt quasi wieder in mein fahrendes Wohnzimmer und schließe jetzt dieses Video damit ab. Und ich wünsche euch Gottes Segen auf all euren Wegen, Gesundheit und Freude und auf dass ihr mit mir gemeinsam weitere schöne historische Gebäude entdeckt. Heute aus Würzburg auf der Festung Würzburg aus 1533, früher ein Kloster. Tschüss! Zisterne Ludwig. Auf der größten Zisterne stehen, die Deutschland jemals gesehen hat. Der Komponist Erwin Schulhoff von 1894 bis 1942 war auch hier ein Gefangener. Und hier ist seine Büste. Der tiefe Brunnen. Er wurde wohl ab 1596 bis 1602 in den Fels getrieben und ist mit 143,12 Meter einer der tiefsten Burgen und Festungsbrunnen des deutschen Sprachraumes. Tetrawinde und Schutzgitter in dem Brunnenstube stammen noch aus dem 17. Jahrhundert. Zur Förderung eines Eimers benötigte man ca. 40 Minuten. Der Brunnen mit seiner senkrechten, kreisrunden Röhre, Durchmesser von 2,25 Meter, wurde aus der Kalk- und Sandsteinformation des Juras gearbeitet. Die Wasserschüttung der beiden dabei durchstoßenden Tonschichten dürfte den Wasserbedarf der Festung nie ausreichend gedeckt haben. 2006 bis 2009, Beräumung des mit 13 Meter Sperrschutt verfüllten Brunnenschachtes durch ehrenamtliche Helfer. Gott schütze euch. Reitrampe. Das Renaissance-Portal, wieder mit dem Wappen des Markgrafen Georg Friedrich, führt zu einer repräsentativen Reitrampe, welche um einen großen Eckenpfeiler bis zum Dachboden hinaufführt. Diese Reitrampe stammt aus der Erbauungszeit des Schlosses, der mächtige Strebepfeiler links des Portals entstand im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Schlossbrand 1634. Gott möge die arme Köchin selig haben. Renaissance-Festung Würzburg. Als südliche Landesfestung des Markgrafentums Brandenburg-Ansbach wurde die Würzburg ab 1588 anstelle eines Benediktinerklosters errichtet. Fertigstellung um 1610. Ihre Berglage 630 Meter, die ideale Grundrissform Fünfeck und das zweiflügelige Schloss im Innenhof machen die Würzburg zu einer bemerkenswerten Übergangsform von der mittelalterlichen Burg zur neuzeitlichen Artilleriefestung.
technikgeschichtliche Details wie der tiefe Brunnen, 143 Meter, und die vom Königreich Bayern angelegte Zisternenanlagen unterstreichen die Bedeutung der Wülzburg als Architekturdenkmal mit überregionalen Bedeutung. Die Stadt Weißenburg, seit 1882 Eigentümer der Festung, betreibt seit 1969 die Sanierung der Anlage. Liebe Stadt Weißenburg, Gott möge euch auf ewig den Segen schenken um dieses wunderschöne Denkmal, welches auch vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als Denkmal gewürdigt wurde. Schenken, auf dass ihr auf die nächsten 2000 Jahre dieses wunderbare Denkmal für Architektur, für Bauingenieurskunst, für uns Menschen erhält und uns erlebbar macht. Au revoir, Charles de Gaulle. Au revoir, Baba. Je m'appelle Cornelius. Fromage, Baguette. Oui, oui.